Im oberen Bereich der Projektdaten tragen Sie den Bearbeiter, das Bauvorhaben ein und hinterlegen das aktuelle Datum der Planung. Diese Werte werden ebenso wie die Werte vom Bauherrn, die Daten des Wohnortes und die Daten des Bauortes in Schriftfeld und Übergabe an Kalkulation respektive Angebot übernommen. Die erweiterten Projektdaten hier stehen nur dann zur Verfügung, wenn Sie diese angelegt haben. Siehe Systemsteuerung erweiterte Projektdaten. Im Register Notizen für Kalkulationen können Sie Informationen hinterlegen, die beim Kalkulieren des Hauses dem Kalkulator automatisch angezeigt werden. Die Projektdaten selbst sind abhängig davon, ob Sie an die Systemsteuerung als Administrator angemeldet sind oder nicht. Der momentan hier abgebildete Dialog mit den Registern Bauherr, Wohnort, Bauort, erweiterte Projektdaten und Notizen für Kalkulation stellt die Variante ohne Anmeldung an die Systemsteuerung dar, beziehungsweise die Ausführung beim Start einer neuen Planung. Sind Sie in einem Projekt an die Systemsteuerung angemeldet, so stehen Ihnen neben den bekannten Registern in den Projektdaten zusätzlich das Register Kommentar und Prüfung zur Verfügung. Hier können Informationen für die Kalkulation hinterlegt werden, die allerdings nicht von Benutzern angelegt werden können, die nicht über Administrationsrechte verfügen. Deswegen auch unten eine Checkbox, mit der gesagt werden kann, dieser Plan wurde geprüft. Intern wird dies hauptsächlich für die Planprüfung nach Auftragserteilung verwendet. Ergänzend haben Sie ebenfalls die Möglichkeiten, die Firmendaten hier zu ändern bzw. diese aus den Grundeinstellungen zu übernehmen und Sie können den Typenhaus Bereich verwenden. Die Typenhausinformationen werden in der Systemsteuerung gepflegt und ermöglichen hier dem Plan die Information zu geben, dass dieser ein Individualhaus ist, ein Typenhaus ist, eine Variante eines Typenhauses, etc., etc. Diese Bereiche sind frei pflegbar und stehen in der Kombination mit dem hier oben frei hinterlegbaren Basisplan für kalkulatorische Auswertung, zum Beispiel Rabatte für Planungskosten etc. zur Verfügung.